Frohe Ostern! Ich bin Pastorin Anja Jekel von der Friedenskirche Peine. Wir sind hier gerade auf dem Jacobi-Friedhof an einem besonderen Ort, an einer Blutbuche, ein sehr beeindruckender Baum. 1918 hat ihn Wilhelmine Klusmann als ganz kleinen Setzling gepflanzt, gesetzt. Ihr Mann war im Ersten Weltkrieg gefallen. Sie konnte ihn nicht selber beerdigen. Und so hat sie ihn hier auf die Familiengrabstätte, diesen Setzling, gesetzt, um einen Ort für ihre Trauer, ihre Klagen, ihre Fragen zu haben. Inzwischen ist es ein großer Baum geworden, beeindruckend. Noch ganz kahl, aber bald wird er im vollen Laub stehen und wieder vielen Freude bereiten. Die biblische Geschichte, zu der ich Ihnen heute ein paar Gedanken sagen möchte, auch sie handelt von Trauer und Freude, von Trost und Hoffnung. Sie beginnt zwar nicht auf einem Friedhof, aber mit einem Todesfall, der 3 Tage zurückliegt. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Dort heißt es: Am selben Tag waren 2 Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es lag gut 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Jahren erlebt hatten. Und vor allem über das, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Während sie noch redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Frustriert, traurig, wütend, so machten sich die beiden Männer auf den Weg nach Hause. Es geht bergab auf den Weg von Jerusalem nach Emmaus. Bergab wie in ihrem Leben. Vor ein paar Tagen sonnten sie sich noch im Glanz von Jesus, der in Jerusalem wie ein König empfangen worden war. Doch der Jubel schlug um. Statt Hosianna rief die Menge nun: Kreuzige ihn. Jesus starb tatsächlich am Kreuz. Kein Wunder geschah. Gott rettete ihn nicht vor dem Tod. All ihre Hoffnungen und Träume auf Veränderung platzten mit dem Tod Jesu. Trostlos, mutlos machten sie sich auf den Weg zurück in ihre alte Heimat. Ob sie sich dort wieder zu Hause fühlen werden, nach all den Erfahrungen, die sie mit Jesus gemacht hatten? Dass Jesus sie längst auf ihrem Weg begleitet, merken sie nicht. Aber im Gehen kann man nicht nur gut schweigen, sondern auch leichter offen über alles reden. Auch ich mache mich jetzt auf den Weg. Jetzt sind wir an einer Stelle in der Gunzelinstraße angekommen. Ich lese weiter aus der biblischen Geschichte. Jesus fragte die beiden Jünger: Worüber unterhaltet ihr euch auf eurem Weg? Da blieben die traurig stehen. Einer von ihnen, der hieß Kleopas, antwortete: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie: Was denn? Sie sagten zu ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tod verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten: Wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt.
Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Gehend erzählen die beiden Männer von den Erlebnissen der letzten Tage. Erzählend erleben sie alles noch einmal. Und so ganz nebenbei ordnet sich dabei das Geschehen, erschließen sich Zusammenhänge. Wie gerne hätten sie den Frauen glauben wollen. Doch glauben können sie nur, was sie selbst erfahren und erlebt haben. Sie finden nur das leere Grab. Ist es vielleicht geschändet worden? Da sagte Jesus zu den beiden: Warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. Manchmal brauche ich jemand an meiner Seite, der mitgeht, eine, die zuhört, mir einen anderen Blickwinkel eröffnet. Doch manchmal, da reichen Worte nicht. Brauche ich etwas anderes, das meine Seele berührt. Und zu so einem Ort gehen wir jetzt. Jetzt sind wir in der Friedenskirche. Ich lese weiter. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn. Bleib doch bei uns. Es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Jesus ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Beim Brotbrechen erkennen die beiden Jünger Jesus. Sie brauchen die vertraute Geste, das sinnliche Erleben, um wahrzunehmen, was sie mit dem Verstand nicht fassen können. Jesus lebt. Er ist mit uns auf dem Weg. Es gibt Hoffnung. Neues, Unerwartetes ist möglich. Viele Ostertraditionen und Osterbilder nehmen diese wunderbare Hoffnung auf und lassen sie uns mit allen Sinnen erleben. Die bunt gefärbten Ostereier, deren Schale wir kickend aufbrechen. Wie das feste und verschlossene Grab Jesu. Die Suche nach den Verstecken mit kleinen Osterüberraschungen, die unseren Blick für das Verborgene schärft. Das Osterfeuer, das an Jesus das Licht der Welt erinnert. Und auch das Aufbrechen der im Winter wie abgestorben wirkenden Knospen ist ein Auferstehungszeichen, das wir mit allen Sinnen wahrnehmen. Am Ende der Geschichte heißt es, sie sagten zueinander, brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Erzählen Sie von Ihren Ostererfahrungen. Erzählen Sie von dem, was Sie hoffen lässt, worüber Sie sich freuen, was Sie stärkt und ermutigt. Erzählen Sie es jemand anderem oder erzählen Sie es Gott und danken ihm dafür. Vielleicht auf einem Spaziergang. Gesegnete Ostern.